Die Villa des Käsemillionärs außerhalb von Graz ist tatsächlich käsegelb. Das war's aber auch schon mit Klischees, denn sonst erinnert hier nichts an Käse. Schon gar nicht der Herr des Hauses. Grüß Gott, mein Lieben. Kommt ruhig weiter. Gewohnt wird bei Roland Ludomirska ausschließlich in der oberen Etage. Unten hat der extravagante Käsefabrikant nur Fitnessraum, Pool und Bar untergebracht. An wen der 51-Jährige wohl beim Design in seiner Stadtrandvilla gedacht hat? Nur an mich, ja. Ich denke eigentlich immer nur an mich. Das ist eigentlich das Wichtigste im Leben, dass ich eigentlich immer dabei an mich denke. Und auch wenn sich andere darüber sehr ärgern, wie meine Frau zum Beispiel, ist mir das eigentlich völlig egal. Und umso mehr sich die anderen ärgern, umso mehr genieße ich das Leben. Roland Ludomirska, Sie haben es schon gemerkt, provoziert ganz gern. Das fängt bei provokanten Internetvideos, in denen er seinen Luxuskäse bewirbt, an. Und geht bis zu seiner vermeintlich dekadenten Beziehung zu 500-Euro-Scheinen. Wenn man genug hat, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn einmal einer weniger wird. Ne? Das ist ja auch so, wenn man shoppen geht, dann werden sie auch weniger. Ne? Dafür sind sie auch da. Ich sehe Geld als Abfallprodukt, als Nebenprodukt von dem, was ich tue. Und offensichtlich hat der Mann, der sein Vermögen mit buntem Luxuskäse macht, so viel Geld zur Verfügung, dass er sein Zuhause mit etlichen teuren Sammlerstücken ausstatten kann. Dass es sich dabei oft nicht um die sinnvollsten Investitionen handelt, bestreitet nicht mal Ludomirska selbst. Ich gebe mein Geld für sinnlose Dinge aus, sinnlos aber schön. Und die schönsten Dinge sind doch die, die man nicht braucht. Schönheit liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Aber dass so ziemlich alles, was bei Roland Ludomirska rumsteht, liegt, hängt, teuer war oder ist, das wird wohl niemand bestreiten. In jedem Fall ist der Hausherr, egal wie männlich er daherkommt, immer für eine Überraschung gut. Ich liebe zum Beispiel Handtaschen, ja, also ich liebe Louis Vuitton Handtaschen. Ich finde das auch so die Quintessenz des Genusses, Sachen, die man gar nicht braucht. Man kann ja alles in einer billigen Plastiktüte transportieren. Das ist schon was Klassisches, Schönes im Detail. Wenn man sich so eine Tasche ansieht und die schaut schön aus, dann hat das was positive Energie, die man dann haben will. Da geht es jetzt gar nicht so um den Wert, da geht es eher so um die Energie. Nicht? In diese Taschen, da wurde schon sehr viel Energie reingesteckt und die spürt der Betrachter. Aus den Tierköpfen an der Wohnzimmerwand hat Ludomirska die Energie allerdings nicht selbst rausgezogen. Der 51-Jährige liebt es zwar, den sprichwörtlichen Vogel abzuschießen, als Jäger sieht sich der erfolgreiche Käsefabrikant aber nicht. Den habe ich auf der Jagdmesse in Salzburg gefunden. Nicht nur, dass Ludomirska offenbar schon so einiges gefunden hat. Langsam bekommen wir den Eindruck, egal wie zusammengewürfelt seine Sammlung auf den ersten Blick scheinen mag, große Gemeinsamkeit ist alles eher was zum Angucken als zum Anfassen. Das Besondere an diesen Amalgam-Modellen ist eigentlich, dass die aus sehr vielen Einzelteilen bestehen und sehr genau im Detail sind. Also ein Modell besteht aus 8000 Einzelteilen. Meine Frau, die Manuela, die verurteilt das auch immer wieder, dass ich mir so viele Sachen sammle, meine Modellautos, unnötige Sachen, sagt sie. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich auch das Geld, das ich verdiene, dass ich das auch ausgebe. Also sein Modell kostet schon 10.000 Euro. Da gibt es 499 Stück, gibt es da weltweit nur von dem. Ein Argument, mit dem sich Roland Ludomirska sicher selbst einreden kann, 10.000 Euro in einen Spielzeug-Ferrari fürs Wohnzimmer investiert zu haben, war eine gute Idee. Seine Frau, deren Ferrari übrigens nicht in einer Vitrine, sondern in einer Garage des Anwesens parkt, mag das ein wenig anders sehen. Die schimpft immer, wenn ich mal was kaufe. Meine Frau ist eher so die Sparsame, die gönnt sich da eher das nicht so. Ich bin eher so, dass ich dann gleich was kauft, wenn es ihm gefällt. Und Roland gefällt ziemlich viel. Hier befinden wir uns nämlich gerade nicht in einer gemeinsamen Ankleide. Vielmehr ist dieser begehbare Schrank allein für seine Einkäufe. Genau wie diverse Star-Wars-Sammelobjekte, die sich der 51-Jährige allesamt selbst geschenkt hat. Natürlich größtenteils gegen den Willen seiner Frau Manuela. Ich finde das ganz wichtig im Leben, dass man sich immer die Freude erhält an Spiele.
und zu spielen auch mit diesen Dingen. Mit Spielen meint Roland aber wohl hauptsächlich eher angucken. Schließlich stehen hier wirkliche Werte in der Vitrine. Ja, das ist der Plus-Nägeldog. Also das ist einer der wertvollsten Figuren von diesen Vintage-Figuren. 3000 Euro kostet der. Das ist auch so eine Auszeit vom Alltag, wenn ich meine Star Wars-Figuren genau betrachte. Und das ist schon sehr wichtig, den Meister bei sich zu haben, ne? Der auf einen aufpasst. Er hilft mir immer so beim Zuschauen. Ne? Er schaut sich mit mir meine Filme an. Die Manuela, die mag nicht meine Filme. Da ist der Yoda eher auf der Seite. Sie ist wahrscheinlich auf der dunklen Seite, darum harmonieren wir es nicht so. Wo wir gerade schon beim Thema Disharmonie sind, nicht alles, was hier steht und teuer war, findet er toll und sie geschmacklos. Es gibt auch mindestens ein größeres Möbelstück, da ist es genau andersherum. Die Rede ist von dem von Manuela bestellten Sofa. Das ist absolut mein Geschmack. Deiner nicht? Na, ist okay. Und da gefällt's dir nicht? Nein. Er hat immer das letzte Wort. Ja, ist nicht so. Und wenn ich nicht nachgib, dann ist Funkstille. Der Punkt ist der, dass ich nicht erwachsen geworden bin. Das wird mir auch sehr viel vorgeworfen. Meine Frau sagt es immer zu mir, wann ich endlich erwachsen werde. Ich hoffe nie. Das ist echt das Schöne am Sammeln. Wenn man es dann hat, ist es eigentlich dann eh schon wieder uninteressant und man sucht schon wieder das Nächste. Luxus ist für mich zu genießen, das Leben ohne nachzurechnen. Tatsächlich hat es der Käsemillionär nicht so sehr mit Nachrechnen. Dem nahegelegenen eigenen Luxuskäsegeschäft sei Dank ist der nie leer werdende Vorrat an eisgekühltem Edelkäse samt passender Kaltgetränke immer nur einen kurzen, unbürokratischen Griff in die eigene Luxusauslage entfernt. Also das Tolle ist ja beim Champagner trinken immer, dass wir haben ja da an der Quelle genug Champagner da, der Champagner für jeden Tag. Sobald man nachrechnet über Dinge, die man sich kauft, kann man nicht mehr genießen. Das Wichtigste ist immer, dass der Champagner nicht ausgeht. Das ist einmal ein wichtigstes Kriterium. So sprudelt man sich als Käsemillionär also durch einen Tag zu Hause. Ausklingen lässt der 51-Jährige den Abend dann am liebsten mit noch mehr Bläschen. Im hauseigenen beheizten Whirlpool. Die Quintessenz des Hochgenusses. Crazy Cheese kombiniert mit Moët Rosé. And the life is wonderful. Am Ende ist das doch tatsächlich das, was zählt. Roland Ludomirska ist mit seinem Leben und seiner persönlichen Interpretation von Luxus mehr als zufrieden. Selbst wenn andere seinen Way of Life vielleicht Käse finden sollten, solange sein Käse ihm sein Leben finanziert, sind ihm Neider mehr als egal. The Crazy Cheese Manufacturer. Shop now at crazycheese.com.